Taiwan International. Reise durch Taiwan. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Reise durch Taiwan, Ihrem Reisemagazin von Radio Taiwan International. Ich bin Ilka Wild und ich habe heute eine Interviewpartnerin, die auch in Taipei lebt, so wie ich. Guten Tag. Hallo, ich bin Claudia. Und Claudia ist hier in Taiwan, lebt in Taipei mit ihrem Mann zusammen und nutzt die Zeit immer mal, um auch mal einen Ausflug zu machen, ne? Genau, also wir fahren sehr gern in den Süden von Taiwan runter, gerade wenn für Taipei die Wettervorhersage etwas schlechter ist, manchmal ist es ja doch sehr regnerisch, dann fahren wir gern in den Süden runter. Genau, genau. Und deswegen habe ich sie mir heute eingeladen oder wir haben uns heute zum Interview getroffen, um mal genau darüber zu sprechen. Denn es ist ja immer so eine Sache, wir haben ja immer noch sehr viele Reisebeschränkungen. Und für Leute, die hier auf Taiwan leben, ist es ja gar nicht so einfach, raus und wieder reinzukommen. Ne? Wie sind jetzt eigentlich so die aktuellen Reisebeschränkungen? Weil du bist ja auch vor kurzem erst wieder eingereist, du warst ja kurz in Deutschland, ne? Genau, richtig. Wir sind im Februar wieder eingereist. Ja. Inzwischen, damals waren es noch 14 Tage Quarantäne, das haben sie inzwischen auf 10 Tage Quarantäne reduziert. Das heißt, jeder, der einreist, wird am Flughafen bekommt erstmal einen PCR-Test. Yeah. Und nur wenn der negativ ist, geht es weiter. Yeah. Und dann muss man entweder in einem Hotel oder bei sich zu Hause, das geht inzwischen auch, 10 Tage Quarantäne machen. Yeah. Genau. Dazwischen drin sind auch nochmal 1-2 PCR-Tests. Yeah. Also da sind die hier ja sehr gründlich. Ja, ja, genau. Und es war ja auch zwischendurch mal noch viel schärfer, dass man wirklich 14 Tage ins Hotel musste und überhaupt ins Hotel musste, unbedingt, ne? Jetzt ist es ja wenigstens da ein bisschen einfacher, dass man auch zu Hause sein kann, oder? Ja, das ist natürlich viel angenehmer, weil diese 14 Tage im Hotel hatten wir auch schon gemacht. Hm. Und das ist kein Spaß auf Dauer. Nee, also so Hotelaufenthalt, wenn man 14 Tage drin ist und es ist auch keiner da, der mal durchputzt oder wo man auch mal raus kann und man kriegt dann ja auch nur so spezielles Essen, ne? Das ist ja dann nicht wie man es normalerweise kennt, so Room Service mit ordentlichem Geschirr und Besteck, ne? Sondern... Ja, man bekommt alles vor die Türe gestellt in Pappboxen oder Plastikboxen, teilweise ja noch schlimmer, eben alles in Plastik. Und ja, und in den Hotelzimmern kann man eben oft nicht mal das Fenster aufmachen, sodass man wirklich 14 Tage lang ohne frische Luft im Hotelzimmer sitzt. Genau, und das ist natürlich dann das... mindert ein bisschen die Lust, weiterhin Hotelaufenthalte zu machen. Aber ich denke, nach ein paar Wochen ist das dann auch wieder vorbei, oder? Ja, man vergisst es dann doch oder verdrängt das dann schnell wieder. Ja, 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 ja. Und dann geht man auch mal wieder auf Reisen. Also von daher, wenn Sie mal wieder doch irgendwie nach Taiwan kommen können, wollen, müssen, Sie haben jetzt zurzeit nur 10 Tage Aufenthalt, das wollte ich auch immer mal in der Reisesendung, lohnt sich das auch mal zu sagen, 10 Tage Quarantäne und kann man zu Hause machen, wenn man eine Wohnung hat. Man muss aber so da ein paar Spielregeln beachten. Das dürfen nicht so viele in der Wohnung sein, beziehungsweise darf man eigentlich das nur alleine machen oder pro Zimmer oder so. Ja, also man darf das mit denen man zusammen einreist, darf man das in einer Unterkunft machen. Genau. Und das ändert sich auch immer mal. Das gab mal pro Person ein Badezimmer und das ist auch alles wieder anders. Also da muss man ganz genau aktuell schauen. Das ändert sich immer mal. Also liebe Hörer, wenn Sie eine Reise nach Taiwan vorhaben und das auch dürfen, dann schauen Sie sich da ganz genau die Regularien auch an. Ne? Aber heute machen wir mal was anderes. Heute sind wir ja schon in Taiwan drin, wir beiden. Und weil man nicht die ganze Zeit in Taipei sein möchte, sucht man sich natürlich Alternativen. Und eine gute Alternative, wie Claudia gerade schon mal angesprochen hat, ist mal in den Süden zu fahren. Gerade jetzt, weil jetzt ist es gerade also so Anfang April und ihr wart jetzt vor kurzem im Süden. Genau, es war jetzt ein langes Wochenende, da waren 2 Feiertage hier in Taiwan, Montag, Dienstag. Wir sind aber schon Donnerstagabends losgefahren, um dem großen Verkehr freitags auszuweichen. Weil das ist hier oft, also wenn dann alle Millionen Einwohner hier auf der Straße sind, zu solchen Anlässen, ist man da teilweise sehr lang unterwegs. Deswegen sind wir Donnerstagabends gefahren, da waren dann die Straßen wunderbar frei und wir sind in den Süden gefahren nach Kaohsiung. Ja, ihr seid nach Kaohsiung gefahren. Den Süden erreicht man eigentlich
ja, so viele Alternativen gibt es gar nicht, ne? Also entweder mit einem eigenen Auto oder Mietwagen oder mit dem Hochgeschwindigkeitszug. Das genau. ist auch eine sehr bequeme Variante. Genau, also das geht und da kommt man auch schnell an. Nachteil ist ein bisschen, dass man ja dann ja eigentlich am Wegesrand nicht nochmal was angucken kann und vor Ort auch nicht so ganz flexibel ist, ne? Weil man den, ja, das schätzt, dass man irgendwo hin mal nochmal fährt und auch mal nochmal abseits der öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie unterwegs ist. Da seid ihr immer ganz froh, wenn ihr das Auto dabei habt, ne? Genau, also wir sind dann gerne mit dem eigenen Auto unterwegs, sind wir spontan, unabhängig von Taxi, Uber oder MRT. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Das große Problem ein bisschen ist auch, dass man, wenn man in Taiwan nach Süden fährt, ja, wirklich in der Regel an der Westseite vorbeifährt oder auf der Westseite ist, ne? Weil die Insel ist ja geformt wie so eine Mango und in der Mitte davon ist ja dieses große Gebirge und da gibt es nicht irgendwie so eine Möglichkeit, wie wenn man in Deutschland von, keine Ahnung, Berlin nach Stuttgart will, da kann man 1000 Routen wählen, ne? Das gibt es hier einfach gar nicht. Also es gibt zwei Autobahnen, die in den Süden runterführen, die 1 und die 3. Ja. Und wobei die auch beinahe parallel laufen, die eine etwas küstennäher, die andere ein bisschen weiter im Landesinneren, aber es gibt keine anderen Möglichkeiten und wenn da mal Stau ist, gibt es auch keine Möglichkeit, das irgendwie zu umfahren. Ja, da gibt es kein Entrinnen. Stau ist eine ganze Menge hier auf der Insel, gerade zu den Wochenenden hin, ne? Deswegen seid ihr ja auch erst am Donnerstag oder schon am Donnerstag los. Genau, deswegen sind wir am Donnerstagabend los und sind nicht auch am Dienstag, als der letzte Feiertag hier war, zurück, sondern erst am Mittwoch. Ja, und da ging es dann? Das ging gut. Ja. Also wir sind wirklich gut durchgekommen. Ansonsten ist das Autobahnfahren ja hier ein bisschen schwierig, aber was echt gut ist, sind die Raststätten, oder? Definitiv. Also die sind alle sehr groß, großzügig und auch in sehr regelmäßigen Abständen. Ja, also genau. Nicht wie in Deutschland, wo mal alle 3 Kilometer eine kommt und dann 200 Kilometer nichts. Ja. Sondern die sind sehr regelmäßig, so zwischen 60 und 80 Kilometer ja. auseinander. Und auch sehr gepflegt, ist meine Erinnerung, oder? Definitiv. Also sehr gepflegt. Was es hier auf der Insel überall gibt, sind sehr saubere öffentliche Toiletten. Ja, genau, genau. Und das ist auch in den Raststätten dann da. Genau. Also ihr seid dann quasi in den Süden aufgebrochen. Habt ihr eine Zwischenstation gemacht oder einfach durch? Wir sind durchgefahren. Ja? Weil abends war nicht viel los. Ja. Wollten ja. dann gern ankommen. Und seid dann dort vor Ort? Habt ihr ein B&B genommen oder ein normales Hotel? Wie habt ihr es gemacht? Wir waren in einem normalen Hotel. Ja. Gute Lage für unsere Verhältnisse, also was wir so erwarten, nah am Hafen, wo ein bisschen so Kultur geboten ist, nahe zu einigen Einkaufszentren. Ja. Ja. Und wie ist das jetzt gerade, weil es gibt ja jetzt in Taiwan auch so doch so den einen oder anderen Corona-Fall. Wie ist es mit den Einschränkungen im Hotel? Ich weiß, dass die letzten 2 Jahre da ziemlich zurückgefahren wurde mit Serviceleistung oder Poolbesuch oder so. Wie war es da? Also da kann man sich jetzt nicht beschweren. Es war eigentlich alles zugänglich. Es war auch beinahe ausgebucht, würde ich sagen, über die Feiertage. Fitness war vorhanden, durfte man alles nutzen. Ja, na das ist ja schön. Genau. Also was dann manchmal ein bisschen seltsam anmutet, sind so Regeln, wie dass die Leute dann am Frühstücksbuffet so Plastikhandschuhe überziehen, wo man dann sagt, nach unserem Informationsstand macht das überhaupt keinen Unterschied yeah. für Corona. Ja. Aber die ziehen alle hier Einweghandschuhe über und nehmen sich dann die Sachen vom Buffet. Ja, ist auch ist nicht umweltfreundlich, so rum. Auf jeden Fall nicht, nein. Das habe ich auch schon gedacht. Hatten wir nämlich auch schon, deswegen habe ich nachgefragt, weil es da wirklich manchmal Regeln gibt, wo man sagt, nur nicht so weiter drüber nachdenken, weil es einfach manchmal keinen Grund gibt, es so zu machen, oder? Genau. Also andererseits stehen sie dann zu 20 gequetscht im Aufzug und unterhalten sich. Ja. Wo man dann denken würde, ne, das sollten sie vielleicht lieber nicht machen. Ja, genau, genau. Aber naja, gut, Regeln sind Regeln und die werden hier eingehalten und nicht in Frage gestellt. Das ist ja auch ein Ansatz, den wir so aus Europa teilweise nicht mehr so kennen. Ne? Gut, also Hotel mit Gym und mit Pool und alles schön. Und ihr hattet, wie du schon sagtest, eine ganz gute Nähe zum Hafen. Da wart ihr dann auch, oder? Genau, wir waren auch am Hafen unten. Das sind alte Lagerhallen, die umgebaut wurden zu
ja, zu kleinen Läden, Cafés, Kulturstätten einfach. Ja. Und es ist sehr nett, da kann man sehr schön bummeln, auch einen Kaffee trinken oder abends essen gehen. Ja, ja. Was habt ihr genau besucht? Habt ihr irgendwo in der Galerie oder? Nee, das nicht. Also wir sind einfach ein bisschen über das Gelände geschlendert, in einige kleine Läden rein. Es gab Holzarbeiten, Holzspielzeug zum Anschauen. Ja. Ja. Als ich da das letzte Mal war, war ich ganz erstaunt und hatte so einen ganz kleinen, so eine Erinnerung. Und zwar, in allen Städten, wo ich bisher gewohnt habe, gab es eine Straßenbahn. Also in Deutschland, ne? Und hast du die gesehen? Die sieht nämlich genauso aus wie in Deutschland. Ja, das stimmt. Die haben also eine oberirdische Linie, die ist sehr neu, sehr modern und sieht aus ja, wie eine deutsche Straßenbahn. Ja, ja, ganz normale Straßenbahn. Das fand ich sehr nett. Dadurch, dass ich, als ich das letzte Mal dort war, auch vorher fast, also eine ganz lange Zeit nicht in Deutschland gewesen bin und hatte mich ein bisschen wie zu Hause gefühlt, muss ich sagen. Auch weil, und das muss man vielleicht auch noch dazu sagen, dieses Hafengelände auch erst seit kurzer Zeit so ein bisschen modernisiert ist. Ne? Das sind alles ganz moderne Sachen. Ja, also die haben das wohl, ich weiß es nicht genau wann, aber es ist alles neu gemacht, modern gemacht und es gibt eine sehr schöne Music Hall, also eine Konzerthalle, die wunderschön beleuchtet ist nachts. Ja. Da hat jetzt an dem langen Wochenende auch ein Open-Air-Konzert oder mehrere Konzerte über den ganzen Tag verteilt stattgefunden. Ja, ja. Da war, also wir fanden es schade, die Resonanz war nicht so, das hat wohl nicht ganz den Geschmack der Taiwaner getroffen, aber es war eine super schöne Location. Wart ihr dort? Habt ihr euch das angehört? Ja, wir sind vorbeigebummelt, also jetzt nicht aktiv angehört, aber dann gab es kleine Stände mit Souvenirs und Essen und eben eine Bühne, wo verschiedene Künstler aufgetreten sind. Das war, also wir fanden es für die Künstler schade, dass da so wenig los war. Ja, obwohl das Feiertage waren. Ja. Ja. Das ist interessant, ja, weil normalerweise an solchen Feiertagen ist ja immer die Hölle los, ne? Genau. Vielleicht war das auch schon ein bisschen Corona-Angst. Das kann natürlich sein. Ja, weil auch die, es gibt auch so ein paar offizielle Stellen, die gesagt haben, mal vielleicht doch nicht dahin gehen, wo alle hingehen und so. Vielleicht haben sich Leute einfach mal wieder dran gehalten. Das kann natürlich sein. Aber grundsätzlich ist in Kaohsiung sehr viel kulturell geboten. Ja, ganz genau. Das ist wirklich toll. Und diese Konzerthalle, wart ihr da drin jetzt mal? Nein, wir haben sie nur von außen gesehen. Ja, okay. Ja. Gut. Aber der Hafen und die Hafenumgebung hat auch noch eine ganze Menge zu bieten. Und ihr habt da noch einen kleinen Abstecher gemacht. Erzähl mal. Genau, wir haben noch einen kleinen Ausflug gemacht. Und zwar gibt es also parallel zu Kaohsiung, im Prinzip vorm Hafen vorgelagert, eine lange, schmale Insel. Die heißt Chichin. Und da fahren Fähren rüber, das dauert nur 5 Minuten, also es ist wirklich ein kleiner Hüpfer nur. Die Einheimischen nutzen diese Fähren auch quasi als Nahverkehrsmittel, weil viele auf der Insel wohnen oder dort arbeiten oder umgekehrt. Und da kann man also mit dieser, da kann man mit der EasyCard zahlen, kostet 20 oder 30 NTDs. Und dann kann man da einmal rüberfahren, dauert dann mit An- und Ablegen vielleicht schon 10 Minuten, aber es ist wirklich ein kleiner Hüpfer. Ja. Und Chichin ist sehr nett, diese Insel ist im oberen Teil, also im nördlichen Teil, touristisch erschlossen, da gibt es ein Fort auf dem Berg, da kann man hochlaufen, dann gibt es einen Leuchtturm, den man besichtigen kann. Ja, klingt gut, aber nicht jetzt Tropentrauminsel oder sowas, kann man, das ist es nicht. Nee, das ist es nicht. Also sie haben einen großen Strand mit schwarzem Sand, aber es ist tatsächlich wirklich nur Sand, also jetzt nicht irgendwie mit Palmen oder sowas, aber ein sehr großer, breiter Strand, man kann auch baden, Wasser ist warm dort, relativ warm. Ja, ja. Und man kann dort ein bisschen sitzen und hat so ein bisschen Beach-Feeling, oder? Genau, auf jeden Fall. Da gibt es ein paar nette Cafés, da kann man sitzen, aufs Meer schauen, sich in die Seele baumeln lassen, das ist sehr schön. Ja. Ansonsten gibt es, wenn man dann jetzt weggeht aus diesem ganzen Hafenviertel, noch ein ganz wichtiges Naherholungsziel in Kaohsiung, und zwar ist das der Love River. Genau, an den hatte ich nämlich jetzt auch gedacht. Da wart ihr auch, ne? Genau, da waren wir auch. Da kann man zum einen, kann man da mit Booten fahren, also eine kleine Hafenflussrundfahrt, dauert 30 Minuten, das sind solargetriebene Boote. Das ist ganz nett. Es findet auf Chinesisch statt, aber
man kann sich dann schon denken, was die erzählen. Ja, 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 ja. Und da wird auch gesungen, habe ich gehört. Ja, da gibt es, genau, es gibt zwei Arten von Booten. Einmal so diese kleine Hafenrundfahrt und dann gibt es aber auch noch Gondeln, ja, die dann, ich glaube, vor allem abends eben ja, gefahren werden. Und da wird gesungen. Oh. Also diese Gondolieren, Anführungsstriche, die singen für ihre Gäste. Das ist ja toll. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Also so ein bisschen wirklich so für Verliebte, ja, oder auch ein bisschen romantisch, kitschig. Wie das gern mal hier gemocht wird. Ja, genau. Aber sehr schön. Ja, der Liebesfluss oder Love River oder Eihe, der ist sehr beliebt und dazu muss man vielleicht noch mal wissen, dass er gar nicht so schön war vor ein paar Jahrzehnten noch. Da war der nämlich ziemlich schmutzig. Der wurde von den Japanern noch mal ausgehoben, damit die ihre großen Boote aus dem Hafen und wieder zurück quasi betreiben konnten in den großen Hafen, ne? Um da eben Rohstoffe zu transportieren oder ja, landwirtschaftliche Produkte weiter wieder rauszufahren und so weiter. Und nach dem Zweiten Weltkrieg geriet das sozusagen, diese Wasserstraße, ein bisschen in Vergessenheit, war dann auch nicht mehr so dieses, wie soll ich sagen, ja, dieses Transportmittel, sondern ja, verkam so ein bisschen, war, ja, ich will es jetzt nicht die Kloake von Gaussjung nennen, aber so ein bisschen schon. Da wurden halt alle möglichen Abwässer reingelassen. Und erst in den späten 70er, Anfang der 80er Jahre mit der zunehmenden Kanalisation in Gaussjung wurde der immer sauberer. Ich weiß nicht, was hattest du so für einen Eindruck da? Also inzwischen, also rein optisch sieht er sauber aus, riecht auch nicht. Ja, ja. Und es ist inzwischen außenrum alles sehr schön angelegt. Ja. Also an dem Teil, der dem Hafen am nächsten ist, da gibt es dann auch wirklich eine Promenade mit Cafés, es gibt einen Biergarten sogar, das kann man auch sehr nett sitzen, ja, ein bisschen deutsches Essen in Anführungsstrichen essen und ein Bier trinken, ja, sehr nett. Also das, was wir so unter Außengastronomie verstehen, was man hier sonst nicht so oft findet. Ja, und dadurch, dass Gaussjung, und deswegen habt ihr das ja auch unter anderem gemacht, dadurch, dass Gaussjung halt auch ein bisschen wärmer ist, weil es halt weiter im Süden ist, ist das natürlich ganz gut zu nutzen. Wie ist das, nutzen die Leute das? Hast du den Eindruck so, dass die Leute auch gerne mal draußen sind? Ja, tatsächlich. Also wir waren jetzt schon 3-4 Mal in Gaussjung und wir haben das auch schon sehr voll erlebt. Jetzt an diesem langen Wochenende aus unerfindlichen Gründen tatsächlich nicht. Aber wir haben das auch schon an normalen Wochenenden dann voll erlebt, dass die Leute bummeln, draußen sitzen und das auch nutzen. Ja. Also kann man Gaussjung eigentlich so bereisen, wie man so ein bisschen so ein, ja, sagen wir mal, so ein südliches Ziel nutzt, um dem schlechten Wetter zu entkommen, um einfach ja mal ein bisschen Sonne zu tanken, auch wenn man jetzt nicht den ganzen Tag am Strand liegen kann, möchte oder will, aber trotzdem. Ja, genau, also dafür ist Gaussjung sehr gut geeignet. Das habt ihr, glaube ich, ganz clever gemacht, denn wir hatten hier in Taipei einen ganz Teil Wochen, wo es wirklich ziemlich kalt und regnerisch war und der Süden hat da wirklich immer viel, viel bessere Karten. Liebe Claudia, ich danke dir ganz herzlich für diesen Einblick, um einen kleinen Ausflug in den Süden zu machen. Und ich hoffe, liebe Hörer, wir haben Ihnen auch ein bisschen Lust auf wärmere Temperaturen gemacht, gerade für die Leute, die uns aus Deutschland zuhören, dass es jetzt ja auch in Europa wieder wärmer wird und dann auch einfach das bisschen das bessere Wetter genießen kann. Ne? Genau. Vielen Dank, dass wir heute diesen kleinen Abstecher machen konnten. Und ich verabschiede mich heute wieder von Ihnen, von unserer Reisesendung Reise durch Taiwan, Ihre Ilka Wild.